Hallo, Freunde der Spielkultur. Leise sein, die Kinder schlafen. Nein, wir können natürlich ganz normal... Ah, Kim will ein bisschen Aufmerksamkeit. Dabei mache ich gerade gar nichts. Tiefe Bindung wegen Sozeik und der Aufbau einer engen Beziehung zur anderen ist ein Grund zur Freude. Ach, ist das nicht schön? Oh, guck mal, sie können sogar Händchen halten. Macht mal ein gemeinsames Foto. Moment, da müssen wir noch schnell den Sender schön auf klassisch. Dann sagen wir, ach Kim, schön, dass du mir zwei Kinder gehauen hast. Rausgedrückt. Guck mal, du siehst gar nicht so dick aus auf dem Bild. Sollen wir das Liebesspiel machen mit dem Drachen? Oh, das ist so schön. Wenn der Fuß hochgeht, ist es wahre Liebe. Da geht beides hoch. Und wenn er hochgeht, ist es auch Spaß. Also nicht verkehrt. Cool, ich kann eine Herzkette kochen. Genau, Kim, geh einfach mal ins Bett pennen. Macht nichts, du musst ja auch arbeiten irgendwann. Aber ich möchte mal sehen, diese Herzkette, die ich backen kann. Da hört sich nicht verkehrt an. Mal ein bisschen Turbo. Ich glaube, ach, der Doc muss zwar arbeiten heute, aber der arbeitet eh erst um 12 Uhr. Schriftsteller sind ja eher die kreative Natur. Die müssen erst dann mittags arbeiten gehen. Ist ja auch egal, zu welcher Uhrzeit. Hauptsache, der Terminschluss wird eingehalten. Ach, guck mal, es sind wirklich kleine Herzchen schon auf dem Backblech. Heiß und süß. Ah, die süße Berührung eines anderen Sims. Hm. Oh. Jetzt rufe ich erstmal alle zum Essen. Ah, es sind echt süße Dinger geworden. Wie ich mich freue, jetzt erstmal... erstmal die Hand unterm Tisch. Schade, dass es ein Glastisch ist. So, mach mal die Musik aus. Ess nur mal eben auf und dann geh auch schlafen. Obwohl, ein Keks ist jetzt nicht so das schnellste zum Essen. Wie mir gerade auffällt. Kim, steh mal einfach auf. Du bist mich gerade auch ein bisschen kokett. Bist mich so ein bisschen rollig. Dann komme ich auch mal rum. Für die schönste Frau. Eine Rose wird verwelken, aber unsere Liebe bleibt für ewig. Bronki? Dizzy Bobner. Hondo quibs bei Jenf. Komm, Proof. Sei ein Mann. Ja, genau so. Das ist verführerisch. Beppe. Komm, meine dicke Bertha. Amuki Shuna. Tube. Oh, das war. Sie hat mir ihre wahre Liebe gestanden. Liebe Hana. Yibs, Sharuna, so. In a prep. Kim, lass uns poppen. Also die Animation wirklich vorm Sex finde ich ganz schlimm. Egal wie happy sie dann sind. Ach, auch Eltern müssen Spaß haben. Ich glaube, meine Eltern habe ich nie beim Sex erwischt. Oder es wurde wahrscheinlich aus meinem Schädel ausgeblendet. Oh, ja. Hm, tiefer. Ah, wo steckst du den denn jetzt rein? So. Es gibt nämlich nichts Besseres zum Einschlafen, als Sex zu haben. Aber leider stinkt Kim jetzt zu sehr. Ich fasse es nicht. Und Kim muss ja später
arbeiten gehen. Na, ja, ich weiß, das Kokett geht jetzt weg. Lustig ist, sie bleibt immer noch kokett. Komm, lass das. Kim, geh einfach ins Bett. Hast jetzt einmal frisch angezogen, kannst direkt wieder pennen gehen. Du musst nämlich nachher aufstehen zum Arbeiten. Genau. So, das erste Kind ist wach. Dawson, erstmal AA. Danach essen. Wenn sie Kekse vielleicht nicht, dann nimm halt Apfelkuchen am Morgen. Wie sieht das aus bei der guten Jasmin. Ja, bei der guten Jasmin. Ich dachte jetzt schon, die heißt gar nicht Jasmin. So, du gehst auch mal auf Klo. Du bist nämlich auch schon eigentlich wach. Über Schultag reden. Genau, nimm mal ein Gericht Fisch und Chips. So, gleich kann Kim auch aufstehen. Genau, in einer Stunde werden die abgeholt, aber wir sind ja eigentlich fertig beide. Boah, ich habe keine Ahnung, warum ich meine Kinder so hasse. Ich glaube einfach, weil sie mir zu ähnlich sind. Zimpedia durchsuchen. Kannst du das überhaupt schon? Energie geladen werden. Okay, das können wir vielleicht noch hinkriegen vorher. Und zwar, wenn er eine erfrischende Dusche nimmt. Was will sie noch erreichen? Einen Witz erzählen, über Schultag reden, etwas lesen. Das kriegen wir auch noch hin. Weil, komm, du bist doch schon satt. So, Kim wird auch wach. Jetzt habe ich halt, muss sie erstmal wieder auf Toilette, wie immer nach dem Sex. Weil ich schade finde, dass die Animationen die so lange aufhalten manchmal. Also die sind sich gerade noch hier so die Blase am Halten und denken so, gleich explodiert mir das Rohr. Und kommen halt erstmal keinen Schritt weiter. Bam, bam, bada, bada, badam. So, jetzt ist er sogar wirklich Energie geladen und kann abhauen. Dawson ist in der Schule. Jetzt geh du auch mal in die Schule, Kleine. Kann nicht sein, dass du hier rumlungerst noch. Was ist dein Problem? Ist dreckig, ne? Obwohl ich mich ja echt frage. Einen Agenten einstellen. Kim hat einen Agenten engagiert. Sie kann jetzt höhere Verkaufspreise für ihre Gemälde aushandeln. Hm, interessant. Kein Problem, ich kümmere mich ja schon um die meiste Scheiße hier. Aber Kim kann ja auch mal, nicht Mentorin, nicht Nachteule. Stahlblase. Unternehmerisch werden eher befördert. Antiseptisch, Beziehung. Fruchtbar, naja. Sorglos. Sind nie angespannt. Gelehrte ist doch eigentlich das Beste, oder? Ich baue Hygiene ab, während ich spüle.
Das ist auch merkwürdig, weil ich bin noch mit Wasser im Kontakt. So, Schatz, tschüss, viel Spaß auf der Arbeit. Ich gammel dann wieder ein bisschen hier ab. Vor allem, es geht ja auch erstmal darum, dass wir die Bedürfnisse von mir fertig kriegen. Und am besten sollte ich vorm Arbeiten auch nochmal nachdenklich duschen. Aber erstmal geht's auf Klo. Dann sollten wir auf jeden Fall den Aufstieg kriegen. Ich bin echt verwirrt, ne? Wo ist eigentlich meine Reinigungskraft jeden Tag? Ich sehe den nie kommen. Und da vorne ist schon wieder, wie heißt sie? Die Karina, mit der ich ja schon so ein bisschen rumgeflirtet habe. Aber jetzt gerade habe ich echt keinen Bock auf die Tuse. Zwei gewöhnliche Tuning-Teile fehlen mir. Da gehen wir bitte in den Shop rein. Boah, Samen kaufen. Kann ich hier keine Freizahl eingeben? Nein, natürlich nicht. Nie mehr Toiletten putzen. Vor allem mein erstes Buch, der ist ja gar nicht 18 cm. Ach scheiße, 53 Minuten bis zum Arbeiten. Brech mal ab mit dem Bauen. Weil wir müssen jetzt eine nachdenkliche Dusche nehmen, noch schnell. Damit wir im Optimalfall jetzt, genau, inspiriert sind. Und dann können wir nämlich zur Arbeit gehen. Genau, ab zur Arbeit mit dir. Seit wann gehe ich denn so zur Arbeit? Hat das was mit dem Job zu tun, da ich dann so dämlich aussehe? Ja, ne? Voll traurig. So, Kinderchen. Da kommt die erst nach Hause und ist traurig. Och, sie braucht eine Umarmung. Genau, beschwer dich bei deinem Bruder mal über Probleme. Und dann heul dich mal in deinem Bett aus. Aber anscheinend hat meine Tochter echt die meisten Probleme in der Schule. Ständig kommt die, also das ist schon das zweite Mal, dass sie heimkommt und Probleme hat. Während Dawson, der eigentlich nur ein Taugenichts ist, ich habe ihn als Taugenichts eigentlich produziert, dem geht's natürlich gut. Der kommt heim und macht Party und jetzt wird er erstmal ein Spiel spielen. Ah, sehr schön, Rechenspiel, dann kriegt er nämlich auch Logik bestimmt. Komm, hör auf mit Plaudern, du gehst dich jetzt ausheulen. Da geht die ja unter die Decke, glaube ich, und macht dann... Tja, wenn man älter wird, befleckt man sich nur noch selbst, wenn man traurig ist. Da sagen die Leute, was? Das stimmt leider. Ah, mentale Fähigkeit wird dadurch gesteigert. Und du willst Sims Forever spielen? Du wirst vor allem... Oh, du spielst auch ein Rechenspiel. Da hatte ich nämlich gleich schon mentale Fähigkeit auf 4. Vor allem immer ein Rechner von Eltern. Das ist ja eine Sache, wenn ich Kinder habe. Also wenn ich mal irgendwann Kinder habe mit einer passenden Partnerin... Boah, Pascal verdient so gut. Dann würde definitiv das Kind nicht an meinen Rechner dürfen. Toll. Gib ihr mal Kochtipps. Ist immer gut, wenn meine Frau Kochtipps gibt. Voller Zuversicht. Im Club was trinken? Nö, eine Stunde angeln.
Verspielt werden für jetzt auch gerade nicht so praktisch. Du kannst aber wie ein Champion erstmal pieseln. Schön, Dawson ist mental besser geworden. Wie sieht es beim Pascal aus? Lass Kim mal in Ruhe da. Die hat auch noch was zu tun. Ach, die will gerade aufs Klo gehen, wo ich hingehen will. Genau. Spül mal ab. Ah, ich habe den falschen. Weil dann werde ich mal loslegen und da reparieren. Boah, ist sie immer noch so traurig? Die Arme einfach. Muss Kim morgen arbeiten? Nö. 100 Stunden angeln. Was mache ich jetzt? Die im Job verbessern oder die mit dem Angeln verbessern? Morgen hat die eh frei, dann kann ich morgen die Gemälde malen. Dann können wir nämlich Kim jetzt wirklich einfach mal zum Angeln schicken. Komm, nimm den Köder. Dann nimmst du als Köder den Barsch. Wenn du gleich aufgegessen hast, ist eh alles gut. Energie geladen. Wegen dem Proteinessen. Guck mal, da jumpt sie runter. An die Küste. Jetzt will ich wieder einen Sandsack kaufen. Nein. Die Anne soll zu Hause bleiben. Warum muss ich eigentlich schon wieder so schnell auf Klo? So, gleich hat mein anderes Kind, die Jasmin, auch mal eine Erhöhung. Also ihre Mentalfähigkeit wird wahrscheinlich auf 4 steigen. Sehr schön. Man kann nämlich Jasmin da auch weg. Jasmin ist inzwischen auch wieder glücklich. Genau, geh mal auf Toilette. Dann einmal duschen bitte. Und dann kannst du deinen Hunger stillen. Ich glaube, deine Mutter hat sogar... Ach, deine Mutter hat sogar Essen noch stehen lassen. Dann ess das. Ah nee, es ist verdorben. Ess das nicht. Räumen das erst weg und danach darfst du was essen. Egal, ich hab's schon weggeräumt. Genau. Apfelkuchen. Kim hat einen guten Fang gemacht. Oh, wie sie alles kaputt macht, das Kind. Dawson platzt gleich auch das Rohr. Aber er kann es schaffen. Er kann seine mentale Fähigkeit auch noch auf 4 erhöhen. Vor allem muss er eh 10 Stunden Videospiele spielen. Um seine nächste Stufe auf Frechdachs zu erreichen. Frechdachshahn. So, sehr schön. Geschicklichkeit 7. Jetzt kannst du erstmal pinkeln wie ein Champion. Weil deine Blase langsam nicht mehr mitmacht. Das hier kann man auch aussortieren. Da ist doch auch ein leerer Teller nur noch. Was haben wir hier? Fischtacos. Kannst ein Gericht nehmen. Hausaufgaben machen. Kein Mensch braucht Hausaufgaben. So, da hat er die nächsthöhere mentale Fähigkeit bekommen. Dann geh mal hier aufs Klo, weil das kann nicht mehr kaputt gehen. Yeah. So, danach kann der auch essen. Genau, nimm mal Brathähnchen. Was macht mein gutes Kind da? Die will schlafen, das ist noch nicht drin. Genau, zeichne mal ein bisschen. Wir fördern nämlich jetzt noch deine Kreativität, bevor du schlafen gehst. An!
Boah, Macaroni-Bilder, wie ich sie hasse. Kein Mensch braucht Macaroni-Bilder. Ich verstehe nicht, wo das herkommt eigentlich. Machst du wirklich den Kindern Spaß? Ich weiß es nicht, also ich halte davon nichts. Gemütlich. So, Proof. Auffrischer. Frische Zutaten ergeben eine bessere Mahlzeit. Stahlkühlschrank ist unkaputtbar. Selbstreinigend. So, Jasmin hat Level 2 der Kreativität erreicht. Ich denke auch mal, jetzt gleich hat die da genug rumgemalt. Dann kannst du jetzt auch schlafen gehen, Jasmin. Weil guck mal auf die Uhr, es ist 11 Uhr. Dein Bruder legt sie jetzt auch ins Bett. Morgen habt ihr auch wieder Schule. Da müsst ihr auch schlafen. Euer Vater ist im Moment eh wahnsinnig. Der repariert hier jeden Scheiß im Haus. Das alles nur wegen der Geschicklichkeit, damit wir in diese komische Höhle rein können. Und wahrscheinlich verschwindet man dahinter. In Teilen recyceln. Lustig. Das alles nur durch Kraft meiner Gedanken. Ach, Musik braucht keiner. So. Ein Gruppenmahl und ein Gourmet. Dann bereiten wir noch ein Gourmet zu, oder? Auf Familiengröße. Was macht Kim hier? Die hat 11 Fische mit Köder gefangen, hat jetzt 6 Stunden geangelt. Muss Kim morgen arbeiten? Ah nee, die muss ja heute nicht arbeiten. Aber die hört jetzt mal auf damit. Geht zurück zum Haus, kann sich mal ein bisschen schlafen legen oder kann das essen. Die isst jetzt den Rest noch von den Kindern. Und wenn Doc jetzt gleich hier durch ist. Genau, da hat er nämlich 2-mal Bonuspunkte dann bekommen. Freut sich ein Ast. Kann auch ein bisschen putzen. Ja komm, wir lassen ihn auch noch mal ein bisschen spielen. Ich bin ja eh so eine Nachteule mit dem. Also warum nicht? Wie gut bin ich eigentlich inzwischen in Videospielen? Level 6. Naja, Hauptsache ist gleich wieder happy. Papp, ist er und ab ins Best. Komm, weg damit. Leg dich zu Kim. Tag ist rum. Feierabend im Gelände. So, Kim schläft noch. Ach, Kim sei schon. Jasmin schläft noch, aber die kann hier eine erfrischende Dusche direkt nehmen nach dem Aufstehen. Dawson. Dem fehlt noch eine zweite Fähigkeit auf 4. Was könnten wir denn noch schnell machen? Motorik. Genau, du brauchst kein Frühstück. Du gehst direkt raus spielen. Vielleicht kriegt das ja in einer Stunde noch hin. So, Kim ist Energie... Ach, Kim sei schon. Jasmin ist energiegeladen. Da kann die direkt mal Liegestütze hier im Nirgendwo machen. Dann geh mal bitte an den Kühlschrank. Esse die Pasta zum Frühstück. Liegestütze kannst du abbrechen. Meine Güte. Management. Full Management.
beruhigenden Kamillentee kochen. Mein Gott, zum ersten Mal macht sich hier irgendjemand einen Tee. Ich habe das Ding eigentlich nur zur Deko gekauft. Ich hätte nie gedacht, dass auch wirklich mal jemand damit was macht. Ha, mental hat er vier. Nee. Nein! Nein, du Idiot! Sehr schön. So, ab zur Schule mit dir. Genauso wie deine Schwester. Ach, der Pascal ist aufgestanden. Geht einfach an die Spielsachen wieder von den Kindern. Ich esse deinen Bollmann. Du mit meinem bester Kumpel. Storm of Flame. Meine Güte. Wie der Fresse selbst poliert. Das nennst du aufräumen? Ich will schon sagen, ab in die Kiste damit. Du musst dich noch nicht schlimmer benehmen als deine Kinder. Was hat Kim jetzt vor? Ach, die will mit mir plaudern und ich renne die ganze Zeit weg vor der. Hahaha, schön, wie du pinkeln kannst. Geht gar nicht. Also mit der Partnerin reden, wenn man auf Klo sitzt, wenn eine Tür dazwischen ist. Ja, aber nicht so. Also nicht, wenn die vor einem steht und man sitzt da auf Klo, dann würde ich sagen, was willst du hier? Verzieh dich. Ich weiß nicht, ob man dazu jemals in der Lage sein wird in seinem ganzen Leben. Oder bin ich einfach nur prüde? Ich weiß es nicht. Man weiß es nie. Weil man tauscht ja insgesamt auch zu wenig aus. Um zu sagen, okay, das ist jetzt prüde und das ist jetzt nicht prüde. Pascal kennenlernen, dafür ist so spät, den hast du schon geheiratet. Ach ja, Kim hat ja frei heute. Da war ja was. Dann geh nochmal auf Klo. Weil dann fängt nämlich jetzt dein Bilderarbeitstag an. Guck dir mal. Das komischerweise kann man die Schatzkarte nur im Inventar platzieren. Wir hatten doch. Ah, genau. Genau, schau dir die Arbeit einfach mal an. Oh, es hat sie. Schwabing. Danke. Genau, umarm ihn einfach mal. Hey, bester Kumpel. Wie sieht's aus? Mal Muskeln zeigen. Wo ist das normale, freundliche? Hier gibt's da auch da, genau. Kennenlernen. Dann lern deinen Mann mal eben kennen. Muskeln sind gezeigt. Sehr schön. Willst du noch irgendwas mit ihr machen? Nö. Pascal will nur an seine Box hier. Aber Pascal muss ja auch arbeiten. Deshalb wird Pascal jetzt eine wo ist es? Eine nachdenkliche Dusche nochmal nehmen, um sich zu inspirieren. Er kann natürlich auch sein Buch angucken eigentlich. Aber wir machen es mal jetzt einfach so. Ja, Putzhilfe. Jetzt wird es auch nicht mehr kommen brauchen, weil es ist eigentlich alles gemacht hier. Naja, Freunde der Spiegeltour, ich sag mal, ciao, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Sims 4 und wir weiterhin auf dem Weg sind, unsere Karrieren ans Ende der Fahnenstange zu bringen. Bis dahin, tschö und alles Gute, euer Doc.